Eduard, die liebe Augustiner Chorherrengemeinschaft, die liebe Angehörige von Herrn Philipp, liebe Mitbrüder, liebe Ministrantenschar, liebe Trauergemeinde. Wir haben uns an diesem Nachmittag versammelt, hier an diesem Altar und hier in dieser Pfarrkirche, die für Herrn Philipp seit dem Jahre 1973 der wichtigste Ort seines Wirkens und seines Lebens war. Mich persönlich bewegt es sehr, dass ich jetzt genau an jener Stelle stehe, an der Herr Philipp tausende Male in diesen vielen Jahren als euer Pfarrer und Seelsorger gestanden ist. Und wenn ich persönlich ein biblisches Wort suchen müsste, um es über sein Leben zu stellen, dann würde ich mich für einen Vers aus dem Johannesevangelium entscheiden. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Selten habe ich bei einem Pastoralbesuch von einem Pfarrer und Seelsorger so viele Details erfahren, wie damals im Gespräch, das ich hier im Roland mit ihm führen durfte. Es war ein ganz langes und herzliches Gespräch mit ganz vielen Details. Beeindruckt hat mich vor allem, wie Herr Philipp es ihr erzählt hat. Mit einer ganz großen inneren Teilnahme und mit ganz großer Wertschätzung mehr noch, mit Liebe zu den Seinen. Am Ende dieses Gesprächs hatte ich für mich persönlich den Eindruck, zwischen dem Herrn Philipp und seinem Ohrlinger passt kein Blatt. Und auch über Schwierigkeiten. Und deswegen sage ich ihm ein aufrichtiges Vergelt's Gott. Ganz persönlich. Aber auch im Namen unserer Diözese. Für mich ist Philipp das Zeichen eines echten Landpfarrers mitten unter den Menschen, den Menschen zugewandt. Es geht um das Heil der Menschen. Alles beginnt damit, dass ein Priester die Menschen mag. Und dass er diese Pfarrgemeinde wirklich gemocht hat, geliebt hat, das können in dieser Stunde sicher viele bezeugen. Und jetzt sind wir alle da, in Dankbarkeit und in Hoffnung, damit sich dieses biblische Wort in einer endgültigen Art und Weise an ihm erfüllt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist
der österliche Trost, der in dieser Stunde prägt. Dass der gute Hirt ihn erkennt und ihn hineinnimmt für immer auf seine Weide und in sein Licht, das nicht mehr verlöscht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass euer Pfarrer und Seelsorger, der hatte eine ganz besondere Beziehung zu euch, schon der Länge wegen, in der er hier in Niederolan war und gewirkt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass er jetzt unser Fürsprecher ist. Für seine Vorgänger, für seine Klostergemeinschaft, für unsere Diözese. Und ich bitte aus tiefstem Herzen um neue Seelsorger, die wir so sehr haben. Wirklich um Seelsorger und Pfarrer, um es mit einem sehr bekannt gewordenen Wort von Papst Franziskus zu sagen, mit dem Geruch ihrer Schafe. Der Herr nehme ihn hinein in sein Osterlicht, das nicht mehr verlöscht. Und er lasse ihn jetzt hoffentlich schauen und erleben und genießen, was er geglaubt, erhofft, verkündet und gefeiert hat. Das ist die Hoffnung für uns alle, dass der gute Hirt gleichzeitig auch der gnädige Richter ist. Für ihn und für uns, deren Leben weitergeht. Und niemand von uns weiß, wie lange noch. Lasset uns bieten. Gnädiger Gott, erhöre unsere Gebete für den verstorbenen Priester, Herrn Philipp. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und uns das Brot des Lebens gereicht. Belohne seinen treuen Dienst und nimm ihn auf in die Gemeinschaft deiner Heiligen im Himmel. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Folter kann sie berühren. In den Augen der Toren schienen sie gestorben. Ihr Heimgang galt als Unglück. Ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt, doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und wie ein Ganzopfer sie angenommen.
Zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völker richten und über Nationen herrschen. Und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen. Und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen werden seinen Heiligen zuteil und Rettung seinen Erwählten. Wort des lebendigen Gottes. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Füllst mir reichlich den Becher. Thank you.
Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen ihn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit euch. Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, 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 Alleluia. Bischof Ivo, verehrter Generalvikar, liebe Neustifter Mitbrüder, verehrte Mitbrüder im geistlichen Dienst, lieber Bruder Peter, geschätzte Nichten und Neffen mit Familien, verehrte Angehörige von Herrn Philipp, liebe geistlichen Schwestern, liebe Ministrantinnen und Ministranten, verehrte Trauergemeinde, lieber Philipp. Ich bitte gleich am Beginn um etwas Nachsicht, da mir der Tod meines lieben Mitbruders sehr nahe geht. Ich durfte ja 4 Jahre mit ihm hier in Ola zusammenarbeiten und habe ihn dabei als einen außergewöhnlichen Seelsorger und vor allem Menschen sehr schätzen gelernt. Herr Philipp hat am Hoffest unseres Ordensvaters Augustinus, den 28. August vergangenen Jahres, noch ein geistiges Testament verfasst, das mir nach dem Tod des Mitbruders in die Hände gekommen ist, das ich euch jetzt vorlesen werde. Mein persönliches Testament. Mein Leben geht nun dem Ende zu. Dies wird mir immer mehr bewusst. Vieles ist eingetragen auf meinem Erdenweg. Freud und Leid, Schuld und Versagen, Heilung, Erlösung, Vergebung. Dies alles darf ich in die Hand Gottes legen. Er nimmt mich auf. Ich weiß mich von ihm getragen und gehalten, auch in der Stunde des Todes. Ich habe viel zu danken, angefangen bei meiner Heimatstube und bei meiner Heimatgemeinde, bei meinen lieben Mitbrüdern im Kloster und bei meinen Pfarrangehörigen, die ich als meine Familie erfahren durfte. Sie haben mich spüren lassen, dass ich nicht allein bin und mich begleitet und angenommen, so wie ich bin
und habe mit meinen Schwächen und meinen Fehlern Nachsicht geübt. Ich bitte auch um Vergebung, wenn ich jemanden verletzt und gekränkt habe, so wie ich auch vergebe. Gott segne und beschütze sie alle. Danken muss ich vor allem meinem Gott, der mich in seine Nachfolge gerufen hat. Letztlich verdanke ich es ihm, dass ich nicht mutlos wurde und verzagte, auch wenn es manchmal schwierig war. Er stand mir zur Seite und hat mich als armes Werkzeug angenommen. Und so durfte ich auch vielen ein Wegbegleiter sein. Ich bitte auch meiner, nach meinem Ableben im Gebete zu gedenken. Meine letzte Ruhestätte wünsche ich mir meiner geliebten Pfarrgemeinde in der Holland. Dort, wo ich fast mein ganzes Leben verbringen durfte. Möge Gott mir gnädig sein und mich hineinnehmen in seine unendliche Liebe. Philipp, Niederolam am Hochfest des heiligen Augustinus 2021. Liebe Trauergemeinde, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, so haben wir es in der Lesung gehört. Diese Worte passen auch sehr gut auf unseren lieben Mitbruder Philipp zu. Denken wir an die Hände Gottes, der uns erschaffen hat, Gutes zu tun, die frohe Botschaft zu verkünden, Kranke zu besuchen, auf Menschen zuzugehen, ihnen Halt und Stütze zu geben, ihnen die Sakramente zu spenden, ein offenes Ohr und Herz zu haben für jene, die einen guten Rat oder unsere Hilfe brauchen. Das hat unser lieber Verstorbener wirklich versucht, im Alltag und in der Pfarrgemeinde umzusetzen. Diesem Dienst widmete er seine ganze Lebenskraft. Ja, er wurde seinem Primitspruch gerecht, den er vor 61 Jahren ausgewählt hat. Dieser lautet: Das ist der erhabenste Dienst, Gottes Helfer zu sein, Seelen das Heil zu bringen. Das ist der erhabenste Dienst, Gottes Helfer zu sein, Seelen das Heil zu bringen. Das Johannesevangelium erinnert im Gleichnis an den guten Hirten, der den Menschen nachgeht, wohin sie sich auch verlaufen haben. Pfarrer Philipp war ein solch guter Hirte inmitten seiner Pfarrgemeinde. Er versuchte immer wieder, die Pfarrgemeinde zusammenzuhalten, ja, sie zu begleiten auf dem Pilgerweg des Lebens, der immer mit Höhen und Tiefen, mit Freud und Leid verbunden ist. Er hatte ein Herz für Jung und Alt, für Gesunde und Kranke, die er sehr pflichtbewusst immer im Krankenhaus, im Pflegeheim, aber auch zu Hause besuchte. Herr Philipp war mit ganzem Herzen Priester, Mitbruder und vor allem Seelsorger. Er hat diesen seinen Dienst aus vollem Herzen getan und konnte, da er Priester war, aus innerster Überzeugung vom Herzschlag Jesu her sein Leben und seinen Dienst an den Mitmenschen gestalten. Ohne die herzliche Verbindung zwischen ihm und Jesus wäre er wohl nicht Priester geworden und somit auch nicht unser Mitbruder in Neustift und nicht Diener der Kirche in unserer Diözese. Liebe Schwestern und Brüder, priesterliche Berufung hat wesentlich mit dem Herzen zu tun. Ohne selbst ein lebendiges Herz für die Menschen zu haben, kann keiner Zeugnis von der Liebe und vom Herzschlag Gottes für uns Menschen geben. Priesterliches Leben, von der Leitung der Pfarrei über den sakramentalen und Verkündigungsdienst bis hin zur einfachen, alltäglichen Seelsorge, ist Dienst nach dem Herzen Jesu. Wir Priester werden von vielen Menschen, und da sage ich Gott sei Dank, auch Seelsorger genannt. Die Seele weist auf die Mitte des Menschen hin. Die Sorge um die Seele ist die Sorge
um das Herz. Den schönsten priesterlichen Dienst tun wir den Menschen, wenn wir mithelfen dürfen, dass ihr Herz im Gleichklang Gottes schlägt. So verwirklicht sich christliche Berufung und vor allem christliches Leben. Wie viele ungezählte Begegnungen seelsorglicher und auch freundschaftlicher Art sind in dieses priesterliche Herz von Herrn Philipp wohl eingeschrieben. Auch seine treue Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde Natz muss erwähnt werden. Seine Verbundenheit zu den Nichten und Neffen war ihm immer wichtig und hat ihnen immer wieder gezeigt, wie sein Herz schlug. Das Bild des guten Hirten hat Philipp sehr geliebt, sich jedoch nicht nur als den Vorausgehenden verstanden, sondern vor allen Dingen als den, der mitten in der Herde mit seinem Volk geht. Er lebte seinen Hirtendienst als Dienst der Sorge um die Menschen. Gerne war unser lieber Mitbruder Philipp auch in der Gesellschaft, wo gesungen wurde und er Gitarre spielte. Dort fühlte er sich wohl. Auch die Kirchenmusik war für ihn nicht nur Umrahmung, sondern Verkündigung. Und wie er gemeint hat, dass man mit Musik und Gesang die Menschen oftmals mehr erreicht, als durch eine gut durchgedachte Predigt. Er nahm auch oft an den Chorproben teil und war ein großer Förderer der verschiedenen Chöre hier in der Pfarrgemeinde. Früher war er auch gerne und viel in den Bergen unterwegs und bewunderte vor allem die Schönheit, die uns der Schöpfer zur Verfügung gestellt hat. Eines seiner Hobbys war auch der Fußball und seine Mannschaft Bayern München, für die sein Herzblut schlug, und auch öfters war er bei Spielen anwesend. Geliebte im Herrn, wer den Eingang des Pfarrhauses von Niederolam kennt, der weiß auch um die lange Stiege, die in den ersten Stock hinaufführt. Diese Treppe ist Herr Philipp oft gegangen, in jungen Jahren unbeschwert und leicht. Die letzte Zeit wurde sie für ihn immer beschwerlicher. Ich frage mich, wie viele Höhenmeter er dabei wohl zurückgelegt hat, aber das bleibt wohl ein Geheimnis für die Ewigkeit. Wenn man ihn besuchte, stand er immer mit Freude am oberen Ende der Treppe und hat jeden Einzelnen immer wieder herzlich empfangen. Nun glauben und hoffen wir, dass ihn Christus gleichsam mit ausgestreckten Händen empfängt und ihm all das Gute belohnt und sein Versagen verzeihen möge. Amen. Guter Gott, in der Feier des Abschieds von unserem lieben Pfarrer und Seelsorger Philipp sagen wir dir Dank für alles, was du durch ihn in die Welt gebracht hast. Und wir bringen vertrauensvoll unsere Bitten zu dir. Unter der Führung von Pfarrer Philipp gab es vielfältige Aufbrüche in unserer Pfarrgemeinde für die verschiedensten Gruppen, die verschiedensten Dienste. Guter Gott, lasse nun bei dir die bunte Vielfalt in deinem Reich erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns.
Herr Philipp war für uns ein sehr feinfühliger und lieber Pfarrer, der es auch gut verstanden hat, uns zu motivieren, den Ministrantendienst auszuüben. So ist es auch sein Verdienst, dass wir eine große Ministrantengruppe sind. 60 an der Zahl. Guter Gott, vergelte ihm seine Güte und sein Gutsein und schenke ihm die ewige Freude und Glückseligkeit in deinem himmlischen Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Philipp hatte für uns als Jungschar immer ein offenes O. Guter Gott, wir bitten dich, lass sein Licht und seine Wärme unseren Jungschar-Kindern ein Vorbild sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Als Schulgemeinschaft Olang nehmen wir Abschied von Herrn Philipp, der einige Zeit auch als Religionslehrer tätig war. Wir bedanken uns für die schönen Schülermessen und die liebevollen Worte, die noch lange in unserem Innersten nachklingen. Guter Gott, hilf uns auch in schweren Stunden, deine liebende Hand zu erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Herr Philipp, voll Trauer, aber auch voll Dankbarkeit blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte, in denen der Pfarrchor stets dein Herzensanliegen war und du uns immer als liebevoller Freund begleitet und unterstützt hast. Guter Gott, so wie sich Herr Philipp im Leben am Gesang und am Lob Gottes erfreut hat, so lass ihn nun einstimmen in die Chöre der Engel in deiner ewigen Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Familie ist die Keimzelle der Kirche. Davon war auch Pfarrer Philipp immer überzeugt. Wir stehen heute traurig, aber auch dankbar am Sarg des Verstorbenen. Viele schöne und segensreiche Gottesdienste durften wir als katholischer Familienverband mit ihm begehen und freudig feiern. Guter Gott, schenke ihm einen besonderen Platz an deinem Herzen und vergilt ihm alles Gute, das er für unsere Familien bewirkt hat. Wir bitten dich, erhöre uns. In allen Begegnungen spürten die Personen bei Herrn Philipp, dass der Mensch mit seinen Freuden und Leiden im Mittelpunkt stand. Guter Gott vergilt ihm nun alles, was er in seiner Liebe den Menschen gebracht hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Onkel Philipp, mit großer Trauer nehmen wir Abschied von dir. Du warst immer an unserer Seite. Zusammen haben wir so viel Schönes erlebt. Bei unseren geselligen Familientreffen griffst du gerne zur Gitarre und stimmtest so manches Lied ein. Aber auch in schweren Zeiten warst du immer für uns da und hast uns mit deiner mitfühlenden Art begleitet. Für die gemeinsame Zeit mit dir sind wir sehr dankbar. Wir werden diese Erinnerungen und deine feinfühlige, bescheidene und humorvolle Art in unseren Herzen bewahren und dich so immer in unserer Mitte wissen. Möge Gott dir all das Gute lohnen, das du unseren Familien geschenkt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Abschied zu nehmen fällt uns schwer. Onkel Philipp war ein weltoffener Mensch und hat uns in den vielseitigsten Situationen unseres Lebens begleitet. Wir danken für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Guter Gott, lass ihn weiterhin an unserem Leben teilhaben. Nimm ihn in deine Hände und behüte ihn so, wie er uns behütet hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Wer singt, betet doppelt.
diesen Satz des heiligen Augustinus hat Herr Philipp als Priester überzeugt gelebt. Wir Chöre haben die tiefe Zufriedenheit und große Dankbarkeit unserem Gesang und den Sängern gegenüber immer wieder spüren können. Das gab uns Kraft und Motivation. Lieber Philipp, du warst Mitbegründer des Männerchors und hast dich in diesen über 45 Jahren immer gefreut, wenn wir die kirchlichen Feiern in deinen Gotteshäusern, in der Pfarre und in Mitteroland mitgestaltet haben. Der Gesang hat dein Herz berührt und immer hast du einen Dank an uns gerichtet. Du hast dich aber auch verschmitzt gefreut, wenn wir das Lied gesungen haben. Der Pfarrer hat gesagt und hat dabei gelacht. In so Herrgott hat gesungen, wenn das Landl hat gemacht. Die Wertschätzung der geselligen Stunden mit dem Chor hat auch zu dir gehört. Lieber Philipp, der Männerchor war zu einem guten Teil dein Chor und du wirst immer ein Teil unseres Chores bleiben. Guter Gott, wir bitten dich, folgen und werden bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Herr Pfarrer Philipp, in Ihrem Verständnis von Seelsorge haben Sie der Begleitung älterer Menschen große Bedeutung beigemessen. So widmeten Sie den Bewohnern des Wohn- und Pflegeheimes Ohlang viel Zeit und gaben ihnen Halt und Zuversicht. Uns, dem Herrn Direktor und allen Mitarbeitern, waren Sie stets ein verlässlicher Ansprechpartner. Dass wir Ihnen in der letzten Zeit Heimat sein durften, behalten wir als Bereicherung in Erinnerung. Schweren Herzens, aber sehr dankbar, nehmen wir nun Abschied. Guter Gott, du hast die irdische Reise unseres Herrn Pfarrer Philipp gelingen lassen. Lass ihn nun zu dir zurückkehren, vergilt ihm all das Gute, was wir durch ihn erfahren durften, und schenke nun du ihm deine unendliche Liebe und Güte. Ja. Mit der Heimatpfarrei Natz fühlte sich Herr Philipp stets verbunden. Sie war ihm ein Herzensanliegen. Bei jedem Besuch führte er gern ein kurzes Gespräch mit den Leuten, erkundigte sich über das Leben und die Menschen in der Heimatpfarrei. Zusammen feierten wir gerne seine Jubiläen. Bei den Gottesdiensten für seine Angehörigen war er immer dabei und wir freuten uns auf seine liebevollen, aufmunternden, tröstenden und vertrauensschenkenden Worte. Dafür sei ihm herzlich gedankt. Herr, ein guter Hirte ist heimgekehrt zu dir. Lass ihn nun mit seinen Angehörigen vereint sein und schenke ihm die ewige Ruhe bei dir. Guter Gott, du bist barmherzig und schenkst Hoffnung und Trost. Wir empfehlen dir heute auch besonders Frau Marianne Sagmeister an. Du weißt alles und auch um unsere innersten Gedanken, Gefühle und den Schmerz. Wir bitten für sie und ihre Angehörigen und legen sie in deine Hände und beten: Jesus, wir geben uns dir hin. Jesus, sorge du. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter, lebendiger Gott, durch die vielen Erinnerungen an unseren lieben Verstorbenen willst du uns zeigen, dass uns nicht, auch nicht der Tod, von der Liebe zu einem Menschen trennen kann. Wir bitten dich in dieser Stunde um deine verbindende Kraft über den Tod hinaus, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Lasset uns bitten. Allmächtiger Gott, wir feiern das heilige Opfer für den verstorbenen Priester, Herrn Philipp. Lass ihn in der Ewigkeit unverhüllt schauen, was er uns im Sakrament verborgen gereicht hat. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben in der Taufe den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu bieten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung.
und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Wenn ein Satz frei und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du bist der Sieger über Grab, Tod und Sünde. Schau nicht auf unsere Sünde. Schau auf den Osterglauben deiner Kirche und schenke unseren Ehen und Familien. Schenke dieser Pfarrgemeinde. Schenke unseren christlichen Gemeinschaften und allen Gemeinden. Schenke deiner Kirche Einheit und Frieden. Und dieser Friede und Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht dieser Herr: Ich bin der gute Hirte, ich und der Vater sind eins. Thank you.
Lasset uns bieten. Barmherziger Gott, wir haben die geistliche Speise empfangen und das Opfer dargebracht für den verstorbenen Priester, Herrn Philipp. Er hat deiner Kirche gedient als der treue Knecht. Darum nimm ihn auf in deine Freude und lass ihn jetzt dein Angesicht schauen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Bischof Moser, geschätzte hohe Geistlichkeit, werte anwesende Trauergemeinde. Mit dem Ableben unseres allseits sehr geschätzten Pfarrers und Seelsorgers, Hochwürden Philipp Beintner, zugleich Ehrenbürger der Gemeinde Ohlang, verliert unsere Gemeinde eine sehr prägende Persönlichkeit. Sein Tod hinterlässt eine große Leere in unserer Gemeinschaft und in unseren Herzen. Über 60 Jahre ist unser Pfarrer Philipp in der Kraft und in der Liebe Gottes bei den Menschen gewesen. In allen Lebenssituationen,
in Freude und Leid. Von der Geburt bis zum Tod hat er den Menschen den Sinn des Lebens verständlich gemacht und ihnen eine Perspektive weit über das irdische Leben hinaus aufgezeigt. Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat. Der Verstorbene hat im Sinne des Zitats ganz sicher viele schöne Spuren in unseren Herzen hinterlassen, die unauslöschlich sind. Diese schönen Erinnerungen an eine besondere Person kann uns niemand mehr nehmen. Sie leben in uns weiter und zaubern in schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht. In stetiger Erinnerung werden uns bleiben. Sein inniges und offenes Verhältnis zu den Mitbürgern. Die vielen wunderbaren Gespräche mit den Mitmenschen. Seine stets aufmunternden und tröstenden Worte. Sein besonderer Zugang zu kranken und vom Schicksal geplagten Menschen. Seine vielen Haus-, Krankenhaus- und Altersheimbesuche. Sein großes Interesse an der gesamten Glaubensgemeinschaft. Seine Liebe am Gesang, an der Musik und den örtlichen Vereinen. Seine besondere Fähigkeit, kirchliche und weltliche Veranstaltungen festlich zu gestalten. Für viele Familien in der Pfarrgemeinde von Nieder- und Mitterholland war Pfarrer Philipp ein Lebensbegleiter. Beginnend mit dem Empfang der einzelnen heiligen Sakramente, als Religionslehrer in der Volks- und Mittelschule oder als Begleiter in der Freizeit. Ich hatte selbst in der Mittelschule Oland die Gelegenheit, durch Pfarrer Philipp in die Geheimnisse des christlichen Glaubens Einblick zu nehmen. Neben seiner seelsorglichen Tätigkeit war für Pfarrer Philipp stets ein gutes Verhältnis sowie die gute Zusammenarbeit und das Wohlbefinden mit der weltlichen und politischen Gemeinde wichtig. Sehr am Herzen lagen Pfarrer Philipp die Sanierung, die Renovierung und der Unterhalt der kircheneigenen Gebäude und Anlagen. Er prägte dadurch den Erhalt und die Weiterentwicklung unserer geistigen Ortsmitte entscheidend mit. Den Blick in die Zukunft gerichtet und immer wieder Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit und der weltlichen Gemeinde getroffen. Als vorsorglicher Hirte gebührt Pfarrer Philipp ein aufrichtiger Dank für seine Verdienste an der Dorfbevölkerung und für seinen großen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. Vergelt's Gott. Am Ende einer langen Reise steht die dankbare Heimkehr. In diesem Sinne, lieber Pfarrer Philipp, genieße nun die Unendlichkeit und die Herrlichkeit des himmlischen Lebens. Ruhe in Frieden. Wir hören jetzt die Worte der Trauerfamilie. Liebe Trauergemeinde, im Namen von Bruder Peter, allen Nichten und Neffen, stellvertretend nenne ich die Mariana, vor allem auch die Anna, welche bis zum Tode, zum Schluss fast Tag und Nacht von Philipp gewesen ist, auch als er zum letzten Mal die Augen geschlossen hat.
mit allen Nichten und Neffen und mit Familien und allen Verwandten bedanken wir uns beim Hochwürden Herrn Bischof Ivo Moser und Prälat Eduard Fischneller, der gesamten Chorherrengemeinschaft und allen Priestern, dem Generalvikar für die würdevolle Gestaltung dieser Trauerfeier. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Mesener Familien, an die Ministrantinnen und Ministranten, an die Vorbeterinnen und Vorbeter, an alle Pfarrgemeinderäte in der ganzen gesamten Wirkungszeit von Philipp mit dem derzeitigen Präsidenten Alfred Bineider, an die Chöre und Musikkapellen, an alle Vereine und Verbände, auch jenen aus Natz, den Vertretungen, an die Sack- und Kranzträger und an die gesamte Dorfbevölkerung und die Pfarrgemeinde, auch für die Wertschätzung, welche sie Philipp immer entgegengebracht haben. Allen, die einen Dienst geleistet haben, ein großes Vergelt's Gott. Philipp kommt aus Natz, fand aber auch in Ohlang seine zweite Heimat, seine neue Familie, könnte man fast schon sagen, wie geschrieben haben. Wobei hat es auch gesagt in seinem Testament, welches vorgelesen worden ist. Besonders erwähnen möchte ich Peter Kofler mit Frau Annelies Schenk, Mesner Franz Töchterle, Mesner und Organist Sigisbert Mutschlechner, Chorleiter Walter Innerhofer und die Köchin Maria Durnwalder. Sie waren nicht nur kirchliche Begleiter, sondern große Freunde und haben Philipp ins Herz geschlossen und bis zum Schluss sich um ihn aufopferungsvoll gekümmert. Dafür gebührt ihnen ein herzliches Dankeschön. Philipp, ist heute schon oft, öfters erwähnt worden, war sehr bescheiden und ist immer wieder gerne ins Heimatdorf nach Natz gekommen, wo er seine Wurzeln hatte und aufgewachsen ist. Die Verbundenheit zu den Verwandten hat er bei freudigen und leider auch traurigen Ereignissen gezeigt. Ob Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen oder weltliche Treffen, Philipp war immer für uns da. Dafür sind wir sehr dankbar. Philipp, deine Zeit auf dieser Welt ist nun vorbei. Am Ende ist es uns allen zu schnell gegangen und es hat uns schon überrascht. Und wir hätten auch gerne einige gemeinsame Stunden verbracht. Schade. Auch deine Freunde hätten gerne nur mit dir eine Kartelle gemacht. Du hast nie eine Miene verzogen, haben sie gesagt beim Karten. Man hat nie gewusst, ob du geblufft hast oder wirklich etwas gehabt hast. Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen. Philipp, wir seien dir zu großem Dank verpflichtet. Ruhe im Frieden und schau auf uns herab. Und wie unser Bischof gesagt hat, sei unser Fürsprecher. Es spricht nun der Präsident des Pfarrgemeinderates, Alfred Bineider. Lieber Bischof Ivo, lieber Prälat Eduard, liebe geistliche Mitbrüder von Herrn Philipp, liebe Trauergäste, ich möchte mich im Namen der Pfarrgemeinde und auch im Namen der Ordensgemeinschaft von Eustift aus Zeitgründen einfach dem Dank von Herrn Peter Gasser anschließen, an die verschiedensten Personen. Dann aber möchte ich noch einige Personen hinzufügen und einige noch ganz besonders danken. Die Pfarrgemeinde gibt einmal zuerst den Dank zurück an seine natürliche Familie Natz und Reischer. Ihr wart für Herrn Philipp Kraftquelle und Hilfe in vielen Nöten und habt ihn besonders auch in dieser letzten Zeit betreut bis zu seinem irdischen Ende. Peter Gass hat schon gesagt. Mit Maria als Köchin kamen gar einige Frauen und auch Männer immer wieder, um den weiteren Haushalt drüben im Widum zu betreuen, den Garten dann, die Trauben zu schneiden und zu ernten und so weiter. Ein großes Vergeltskörper auch allen, die Pfarrer Philipp immer wieder mit Essen versorgt haben und ihn auch regelmäßig teilweise zum Essen eingeladen haben. Noch einmal besonders gedankt sei allen, die ihn bei seinen wichtigsten Anliegen der würdigen Feier der Eucharistie so stark unterstützt haben. Wie Peter Gasser schon gesagt hat, Chororganisten und so weiter und Ministranten, Mesner,
Für diese letzte Zeit möchten wir dem Hauspflegedienst, den Spengelschwestern, an Ärzten, dem Pflegeheim ganz besonders danken und auch Dr. Vieider und Dr. Sibylle Meyer, die sich ganz besonders auch um ihn gekümmert haben. Ganz einen lieben Dank möchte ich an Monsignor Peppi Wieser richten. Er ist ein Priester in Pension, er ist erst 89. Deshalb springt er regelmäßig ein, um in dieser Zeit Gottesdienst zu feiern mit unserer Pfarrgemeinde. Er hatte die Gnade, zusammen mit Herrn Philipp die letzte Eucharistiefeier auf dieser Erde im Pflegeheim zu feiern. Von der Pfarrgemeinde geht der Dank an den Herrn Prälat und die Mitbrüder. Ihr seid seine Familie. Lieber Prälat Eduard, danke für deine unkomplizierte Bereitschaft, hier Gottesdienste zu übernehmen und auch da die schnelle Reaktion, Herrn Pfarrer Philipp die Krankensalbung zu spenden. Wir haben jetzt viele Personen nicht genannt. Herr Philipp hat sicher jetzt niemanden vergessen. Jedenfalls im Himmel kennt er uns alle. Und wir möchten wirklich allen danken, die in all diesen Jahren Herrn Philipp wohlwollend zur Seite gestanden sind und ihn unterstützt und begleitet haben. Lieber Pfarrer Philipp, oder nicht nur für mich, sondern für viele, lieber Philipp, wir kennen uns von Geisensberg her. Und allen wieder, wir sind ganz leicht miteinander. Aber mit Freude darf ich dir jetzt sagen, wie froh ich bin, dass bis Freitag dein Werk weiter, ein bisschen weiter droben zu können. Ich zähle da auf, was du alles restauriert und errichtet hast. Nein, ich stelle dir das Querste vor Augen, das du mit deiner Herzlichkeit und Güte aufgebaut hast. Deine Pfarrgemeinde. Alles Leben ist Beziehung. Diesen Satz hast du gelebt. Und deswegen sind wir alle, vom Kind zum Erwachsenen, zum Jugendlichen, zum Senior, hier, um dir zu danken, lieber Philipp. Lieber Philipp, vergelt's Gott. Du bist sicher meiner Meinung, wenn ich stellvertretend für die vielen, besonders Daniele Schenk und den Peter Kofler, für die langjährige Treue, einen herzensguten Priester und Menschen. Da werden viele Erinnerungen wach, wie wir gemeinsam und auch mit vielen guten Mitarbeitern Höhen und Tiefen gemeistert haben. In vertraulichen Gesprächen bei einem Natzerschnatzel beraten, philosophiert, Meinungen ausgetauscht und Glaubensgespräche geführt haben. So wie wir uns oft allein im großen Pfarrhaus getroffen haben, will ich mich in Stille nun von dir verabschieden. Unsere Freundschaft währt auch über den Tod hinaus. Du bist mir sicher ein weiterhin treuer und verlässlicher Fürsprecher. Vergelt's Gott, lieber Philipp, für alles, was du mir gegeben hast. Ich konnte von deiner bescheidenen und beispielhaften Art viel lernen. Peter. Wir haben hier alle keine bleibende Stätte, sondern suchen die künftige. Lasst uns daher unseren lieben Philipp hinausbegleiten zum Priestergrab und
dort wollen wir uns von ihm verabschieden. Thank you.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung das Grab für uns zu einem Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir bitten dich, segne dieses Grab und lass deinen Diener Philipp in Frieden ruhen, bis du ihn auferwecken und erleuchten wirst, denn du bist die Auferstehung und das Leben. Im Licht deines Angesichtes lass ihn im Himmel das ewige Licht schauen, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Abschied von unserem Mitbruder, Herrn Pfarrer Philipp. Wir tun dies im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus nehme ihn auf, er hat ihn erlöst, er stehe für ihn ein beim Vater. Christus leuchte ihm als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Wir übergeben den Leib der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren lieben Mitbruder Philipp zum Leben erwecken. Im Wasser der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Magnificat anima mea Domino. Potentiam
Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini. Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lasst uns beten für alle unsere verstorbenen Angehörigen und alle Toten. Gott, Vater des Erbarmens, schenke ihnen Vergebung und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für jene, die um unseren Mitbruder, Herrn Philipp, trauern. Gott, spende allen Trostes, tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, erhöre uns. Festige ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selber und alle Lebenden, besonders für den Menschen aus unserer Mitte, der als erster den Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Gott, Herr des Lebens, gib, dass wir dich suchen und umkehren zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Diese Bitten beenden wir mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir rufen auch die Gottesmutter an, um ihren Beistand im Leben und im Tod. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast allen, die um deinetwillen auf eigenen Besitz und deine Familie verzichten, das Hundertfache in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben versprochen. Wir bitten dich für unseren Mitbruder, Herrn Philipp. Gläubig hat er deinen Ruf vernommen und ist dir nachgefolgt. Verzeih ihm, was in seinem Leben dieser Berufung nicht entsprochen hat. Und da er den Willen hatte, in der Gemeinschaft seiner Brüder dir treu und standhaft zu dienen, so lass ihn nun eingehen in deine Freude, die alle Vorstellungen übertrifft. Denn du bist gut und menschenfreundlich. Dich preisen wir mit dem Vater und dem lebensspendenden Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne, begleite und tröste euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Herr, schenk ihm und allen unseren lieben Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Thank you.
Jawohl. Super. Ja,